Als Historiker mehr als umstritten, zeigt Erich von Däniken immer wieder archäologische Sonderbarkeiten auf, denen er oft eine außerirdische Existenz zuweist. Bei Betrachtung der startbahnähnlichen schnurgeraden Spuren in Nazca Empire ist dieses ebenso eine Erklärung wie die historisch offizielle Erklärung zwischen Zufall und von Menschenhand mit Götterbezug gezeichnet. Aber es bleibt auch die theoretische Möglichkeit offen, dass es sich hier um ein Überbleibsel einer längst vergessenen Kultur handelt, die zu einer Zeit existierte, als es eigentlich noch keine Zivilisation geben durfte. Erich von Däniken nimmt für seine Fingerzeige auf die Widersprüche der orthodoxen Lehre eine enorm wichtige Position ein. Wir dürfen einfach nicht den Kopf in den Sand stecken und alles akzeptieren. Gerade in frühchristlicher Zeit hätte man, wenn schriftliche Hinweise auf so eine vorgeschichtliche Hochkultur vorliegen würden, sicherlich alles getan, um diese verschwinden zu lassen. Das eigene biblische Verständnis durfte nicht ins Wanken geraten und die Macht der Kirche nicht durch das Wissen um die Existenz einer überlegenen Hochkultur verringert werden. Wir können uns einfach nicht sicher sein, wie lange dieses Beweise vernichten, schon verrichtet wird und eventuell sogar noch andauert. Es wird einfach mehr dafür getan, die Fragen des Erich von Däniken zu verwerfen und als lächerlich zu beschreiben, als einem eventuell vorhandenen geschichtlichen Hintergrund auf die Spur zu kommen. So könnte man schon davon ausgehen, dass diese Machenschaften bis heute andauern. Dabei muss dieser Umstand nicht einmal mehr zentral gesteuert sein, sondern es ist einfach, wie auch schon im Mittelalter, keine wissenschaftliche Knigge, im Weltbild verändern den Töpfen zu rühren. Man bleibt da, wo man ist, und fährt gut damit, auch wenn die Erde doch eine Scheibe ist. Keiner, der da jahrelang studiert hat und nun die Chance auf ein berufliches Vorankommen sieht, gefährdet seine in Sichtweite liegende Position durch das Nachgehen unbequemer und unwahrscheinlicher Theorien. Also verwittern wichtige historische Hinweise und bleiben unbeachtet liegen. Flurnamen als historische Fingerzeige verschwinden, um Namen von Industriellen Platz zu machen, und sprachliche Bezüge geraten in Vergessenheit. Somit geht unbeachtet Wissen über Vergangenes verloren. Dieses Verhalten führt auch in unseren politischen Umständen zu immer den gleichen Abläufen, und daher dürfte es dann keinen verwundern, wenn sich trotz unterschiedlichster politischer Ansichten in Grundsatz und Wirkung kaum etwas ändert, egal, wer da wie regiert. Wäre unsere heutige politische Landschaft durch das Wissen um eine uns eventuell sogar überlegene Hochkultur vor unserer geschichtlichen Zeitrechnung geprägt, so hätten wir sicherlich ein anderes ethisch-moralisches Bewusstseins- und Glaubensverständnis. Viele Dinge wären uns dann mahnend wie Respekt eingebend zugleich. Sind es jedoch jetzt nicht, da diese unserem Schaffen entwachsen sind und somit als eigene Errungenschaft gelten, statt als ein Zyklus menschlicher Umstände gesehen zu werden. Vielmehr würde es heute, wie auch schon in frühchristlicher Zeit, eine unbequeme, ja sogar religiös schwer verwertbare Tatsache sein, die dazu führen würde, dass heute bestehende Machtstrukturen ins Kippen geraten könnten, da die Menschen ethisch anders urteilen würden. Viele religiöse Überlieferungen könnten in einem anderen Licht gesehen werden und wären damit verständlicher, was eventuell dazu führen würde, dass verschiedene Religionen als eine im Kern gesehen werden. Allein durch die Auseinandersetzung mit einer Hochkultur vor unserer Zivilisation kämen neue Erkenntnisse für unsere eigene hinzu. Vieles heute noch technisch Unmögliche würde dann für durchführbar gehalten, vorausgesetzt, die gefundene Präkultur gäbe Hinweise darauf und könnte somit für neue Ansätze in der wissenschaftlichen Forschung sorgen. Auch könnten dann Regierungen, welche wissenschaftliche Erkenntnisse aus militärischem Sicherheitsdenken zurückhalten, diese nur noch schwer der in neue Richtungen drängenden Wissenschaft vorenthalten. Lord Kelvin wusste 1895, als Präsident der Royal Society, zu bemerken, schwerer als Luft? Flugmaschinen sind unmöglich. Dieses Zitat ehrt nicht gerade den Verstand des ehrenwerten Lord, denn er vergaß wohl das Gewicht der Vögel. Aber dazu fällt mir das Zitat von Konrad Adenauer, 1876 bis 1967 ein: Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont. Und wenn man sich dann noch fragt,
Warum hochgestellte Personen eben da sind, wo sie sind, kann manchmal das Zitat von Heiner Geißler zutreffend sein. Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen. Physiker wie Nikola Tesla sind zwar anerkannt und bekannt, stehen jedoch hinter anderen Theoretikern wie Albert Einstein im Ruf weit zurück, obschon es mittlerweile viele Ansätze für das Nichtaufgehen der sogenannten Relativitätstheorie gibt. Die Patente des Nikola Tesla bleiben jedoch, obschon gewährt, der Öffentlichkeit weiterhin unvollständig zugänglich. Nikola Tesla selbst machte ein Geheimnis aus seinen letztendlichen Erkenntnissen und veröffentlichte nur die Grundstruktur seiner Patentlösungen, ohne die Funktionsweise dabei genauer zu erklären. Nikola Tesla arbeitete für die amerikanische Regierung und eventuell mussten die Details, die alles näher erläutern würden, zurückgehalten werden. So gibt es Patente, die eben nicht für die Gesellschaft zugänglich sind, sei es aus militärischen, kommerziellen oder sonst welchen Gründen. Patente, die eventuell ein neues technisches Zeitalter starten würden, jedoch totgeschwiegen werden. Kein anerkannter Physiker untersucht die heiklen Erkenntnisse des Tesla. Eine Begründung dafür sehe ich in der eben genannten Knigge in unserem Gesellschaftssystem. Begriffe wie freie Energie sind wissenschaftliche Buwörter, obschon ein Auffangen der freien Energie von Nikola Tesla unter Patent abgezeichnet wurde. Keiner wagt sich an die Energie aus dem Äther heran. Warum auch? Ein Auffinden dieser Energie wäre, wie das Wissen um eine Präkultur, ein Dorn im Auge der vorhandenen Machtstrukturen. Denn die rohstoffverbrennende Energieerzeugung profitiert eben nur von gerade dieser Energieerzeugung, und dafür werden Kriege geführt. Es geht um Milliarden. Also wird man sicherlich die Aufmerksamkeit nicht auf Tesla lenken und es jenen Physikern, die dennoch hinsehen, nicht gerade einfacher machen. Fest steht andererseits nicht, ob die Erkenntnisse des Nikola Tesla nicht doch schon Einzug in den Militärapparat der Großmächte gehalten haben. Abkassierer aus dem Bereich der Esoterik haben sich die Erfindungen des Nikola Tesla zunutze gemacht und mit Pseudoversionen von Auffanggeräten der freien Energie, hier der Gegenseite Kritikmunition geliefert. Denn diese Geräte werden keine technische Revolution einleiten. Unsere heutige Technik beruht nach wie vor auf dem Explosionsprinzip. Es werden seit der Erfindung der Dampfmaschine keine völlig davon losgelösten Wege beschritten, auch der Elektromotor setzt für seine Funktion ein Verbrennen von Öl für die Stromgewinnung voraus. Es hat sich zwar herausgestellt, dass es kein fossiler Brennstoff ist, denn Öl erneuert sich von selber, aber es ist immer noch das alte Explosionsprinzip. Wind, Wasser und Gezeitenkraftwerke bilden da die löbliche Ausnahme, jedoch ohne Chance auf eine Revolution für unseren Energiehaushalt. Nikola Tesla hat diesbezüglich schwere Zeiten durchlebt und ist bis heute umstritten. Ein anderer Weg könnte ein auf Implosion beruhendes Prinzip sein sowie die Aufhebung der Schwerkraft durch gegenläufig rotierende Magnetfelder. Aber mit der heutigen Knigge der Wissenschaft ist leider keine Forschung in Alternativrichtungen möglich. Leonardo da Vinci, 1454 bis 1518, bemerkte damals, weit von jeglicher moderner Technik entfernt, es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherjähren. Schlauer Mann, sagen wir heute. Aber wenn wir ehrlich sind und dieses Genie würde heute leben und Ähnliches im übertragenen Sinne sagen, würden wir ihn eher als Spinner, denn als ein Genie erkennen. Wenn wir nur in die Fußstapfen der anderen treten, können wir sie schließlich nie überholen. Also, wer da dennoch forscht und eventuell sogar zu einem Ergebnis kommt, wird nicht erhört und macht sicher auch keine Karriere, falls nicht das Militär auf ihn aufmerksam wird. Auf einem anderen Blatt steht sicherlich, wie notwendig die Erkenntnis von neuen technischen Wegen ist. Aber wenn die Voraussetzung eine ethische Grundlage ist, die unserer Menschheit förderlich ist, stünde dieser nichts im Wege. Ohnehin ist die Technik einfach nur als Hilfsmittel zu sehen, genauso wie ein Speer, eine Keule, Kleidung oder Feuersteine. Theorien für helfende Technik gab es schon lange vor dem sogenannten technischen Zeitalter, jedoch wurde die Umsetzung oft durch die starre Haltung der Menschen,
insbesondere durch die Kirche, verhindert. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Ma Alelund, im Kanal Space Mark 7 von terraherz.de.